Ja, Fabian Ewerts, 4-2 gewonnen. Es war über weite Strecken doch ein schweres Spiel für euch. Ihr hatten kurz nach der Pause die riesige Chance zum 3-2, wobei ich den Eindruck hatte, dass er nach dem 2-1 eigentlich das Ding ein bisschen im Griff hatte. Und wie ärgerlich war das 2-2 kurz vor dem Pausenpfiff? Ja, unterm Strich bin ich sehr froh, dass wir weitergekommen sind. War das erwartet, ganz, ganz schweres Spiel. Ja, du hast es komplett richtig gesagt. Ja, früh in Rückstand gegangen, dumm, dann aber eigentlich eine gute Reaktion gezeigt, 2-1 geführt. Da hatte ich auch das Gefühl, ah, jetzt haben wir es ganz gut im Griff, können noch einen nachlegen, nicht zwingend vor der Pause, aber nach der Pause. Und dann gehst du an einem Halbzeitpfiff, ja, bekommst du wieder ein ganz schlecht verteidigtes Kopfballtor zum 2-2. Und ja, dann geht es natürlich wieder auf Null los nach der Halbzeit. Da haben wir tatsächlich dann auch die ersten 5 Minuten Glück, weil da kann auf jeden Fall das Tor für die Moseller fallen. Unterm Strich haben wir es dann hinten raus schon verdient gewonnen, hatten dann noch viele Konteraktionen, aber es war sehr, sehr schwer. Also man hat definitiv nicht gesehen, dass eine Mannschaft in der Bezirksliga und die andere in der Oberliga spielt. Ja, Benji Sieger, der Mann des Spiels. Ich habe ihn auch abgesehen von der Tore sehr, von den Toren sehr, sehr gut gesehen, sehr agil gesehen. Ist er jetzt richtig angekommen beim FC Wittburg? Ja, er war immer schon richtig angekommen bei uns, aber ja, er ist definitiv ein überragender Spieler, was man heute wieder gesehen hat mit seinen 4 Toren. Man muss ihn immer ein bisschen so dazu drängen oder zwingen, aber ja, die Fähigkeiten, die er hat, die wird er auch definitiv in Zukunft öfter auf den Platz bringen und dann haben wir sehr viel Freude an ihm. Jetzt habt ihr Freitag unentschieden gespielt, heute gewonnen. Von der Serie will ich ja nicht reden, aber es tut trotzdem gut nach den ganzen Niederlagen, oder? Das ist gut, das ist Balsam für die geschundene Seele, oder? Ja, es ist tatsächlich so. Also im Grunde genommen ist es ja wirklich unser erster Pflichtspielsieg in dieser Saison und den nehmen wir sehr, sehr gerne mit, auch wenn wir uns nicht über 90 Minuten mit Ruhm bekleckert haben, aber das tut nichts zur Sache. Ja, vielleicht löst das jetzt nochmal so ein paar Blockaden und wir spielen in Zukunft noch ein bisschen befreiter, souveräner, mit mehr Selbstbewusstsein und ich hoffe sehr, dass es genau dieses Ergebnis bringen wird.